Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bendorf. Der Bürgermeister der Stadt Bendorf, Michael Kessler, hat anlässlich der Schlüsselübergabe im Bendorfer Rathaus überraschend erklärt, die Bendorfer Karnevalsvereine in diesem Jahr mit insgesamt 16.000 Euro zu unterstützen. Er machte allerdings zur Bedingung, dass der Gesamtbetrag in Höhe von 16.000 Euro gleichmäßig auf alle Stadtteile aufgeteilt werden muss. Unmittelbar nach dieser sehr erfreulichen Nachricht setzten sich die Vertreter der örtlichen Karnevalsvereine Christoph Hahn, Heinz Breuer, Rolf Trennhäuser, Gerhard Specht und Marc Bartelt zusammen, um das Subventionspaket gleichmäßig aufzuteilen. Allerdings stellte sich die mathematische Aufteilung des unerwarteten Zuschusses für die anwesenden Vertreter als nicht ganz einfach dar. Galt es doch, 16.000 Euro durch 4 zu teilen. Von Heinz Breuer kam der Vorschlag, zunächst ohne die Nullen zu rechnen, da diese sowieso nicht zählen. Diese Nullen könnte man nach der Aufteilung einfach wieder dazuschreiben. Der Stromberger Gerhard Specht rechnete zunächst nach der klassischen Schulmethode vor. 1 durch 4 geht nicht, in der 6 ist 4 einmal enthalten, Rest 12, 12 geteilt durch 4 gibt 3, nun die Nullen dazu, somit erhält jeder Ortsteil 13.000 Euro. Der Mühlhofener Vertreter Rolf Trennhäuser zeigte sich zunächst sehr zurückhaltend und schlug die Gegenprobe vor. 4 mal 3 ist 12, einmal 4, zusammen addiert ergibt dies 16.000 Euro. Sichtlich überrascht zeigte sich Christoph Hahn, der nachdrücklich auf eine überschaubare und vor allem für alle Beteiligten nachvollziehbare Berechnung drängte. Hierzu schrieb er viermal den errechneten Teilbetrag von 13.000 Euro untereinander. Drei, sechs, neun, zwölf, 13, 14, 15, 16. Zur Freude aller ergab sich auch hier die Gesamtsumme von 16.000 Euro. Übereinstimmend bedankten sich die Vereinsvertreter bei der Stadtspitze für den unerwarteten Zuschussbetrag von insgesamt 16.000 Euro, der letztlich für jeden Ortsteil einen Finanzierungsbeitrag für den Karneval in Höhe von 13.000 Euro bedeutet.